So, also ich muss sagen, es ist ein riesiger Teilemarkt hier, gell? Oder? Kommen wir jetzt ins Fernsehen? Nee, du nicht. Ah, ja. Also geht denn das nicht? Jetzt. Also der Teilemarkt war noch nie so groß wie dieses Jahr hier auf der Wetterama in Hockenheim. Das sind Kilometer. Also ich muss sagen, der Teilemarkt ist riesig. Der ist größer wie davor, gell, oder? Ja. Schon, gell? Also das geht jetzt hier nochmal ganz weit raus. Und dann geht es hier immer so die Straßen rein. Also 2 Tage Minimum, wenn man sich alles anguckt. Gut, da haben wir die Fressbuden hier, damit die Karpaiken und die Haubentaucher nicht verhungern. Alles, was das Schrauberherz begehrt. Das sind Impressionen aus der Wetterama Hockenheim, Leute. Da ein schöner alter Simca. Ein Reno ist das, sorry. Sachsen Hockenheim. Das hier die Fressmeile. So, mit denen würde ich auch ganz gerne in den Kampf gehen hier. Aber sowas von. Ja, man nimmt viel zu viel Wert auf Nummernschilder, gell? So, heute ist der letzte Tag, der Sonntagmorgen. Ja, ein schöner alter Setra, gell? So, jetzt ist Sonntag 9:30, glaube ich, oder sowas. Die ersten Haubentaucher sind schon unterwegs. Und ja, also ich muss sagen, der Freitag, der Aufbautag war eigentlich ganz gut. Gestern war natürlich eine Katastrophe, weil gestern hat es geregnet. Gestern hatten wir Dauerregen den ganzen Tag. Ne? Das war natürlich nicht schön. Aber ich muss sagen, die Messe ist riesig groß. Das ist schon geil hier, oder? Aber das ist natürlich zu restaurieren ohne Ende. Das Teil ist Rabatt. Oh, 7,5 Mille ist er nachgeschmissen. Ich nehme 2 davon. Machen Sie bitte 2 Stück für 15.000. Dann nehme ich noch 2 Fahrräder. A57. Leute, die haben Preise, das ist schon brutal. Das ist schon brutal. Die wollen alle reich werden hier. So, das waren mal Impressionen von der Wetterama Hockenheim. Eine ganz geile Messe mit einem riesigen Freigelände. Also ich finde es hier fast besser wie in Mannheim. Weil das Freigelände da vorne ist genial groß. Gestern war natürlich alles wirklich verregnet, aber da kam ja nichts dafür. Und heute schauen wir mal, was geht hier. Aber die Messeorganisation und überhaupt, okay, wirst du alle 5 Minuten kontrolliert beim Reinfahren, 4-mal. Muss auch nicht sein, aber was soll's. Es ist halt so. Aber ansonsten ist die Messe gut und ja, alles passend, alles bestens. Alles gut gemacht, Wetterama-Team. In diesem Sinne.